Jetzt schauen wir mal rein bei Yoshis Freundin, saftiges Gnu. Mit der zusammen, wusstet ihr? By the way, es gibt Streamerinnen, die sprechen nicht darüber, ob sie vergeben sind oder nicht. Und wenn es dann rauskommt, es gab eine amerikanische Streamerin, das rausgekommen, sie hat einen Freund und alle waren stinksauer, haben sie gehatet und deabonniert und waren so, boah, wie kann sie nur? Und ich bin so, ist das wichtig? Müssen Streamer irgendwie so ihren Stream beginnen? So, hi, ich bin eine weibliche Streamerin. Ich suche hier aber keinen Freund. Ich streame und spiele Videospiele und rede über das, was mich so bewegt. Aber ich suche hier keinen Freund oder so. Aber das ist schon diese Twitch-Kultur, die fördert das schon, dass Männer zu so sich zurückentwickeln zu so komischen Basic-Monstern irgendwie. Also ich frage mich halt, wie es kommt. So, ich spende der ganz viel und schreibe der süße Nachrichten, dann verliebt sie sich eines Tages in mich. Das ist halt voll so, wie kommt man auf die Idee überhaupt so? Und ich finde, Sims ist so ein Wort, das hat sich voll durchgesetzt mittlerweile. Und das finde ich auch ganz schwierig, weil mit dem Wort Sim tut man fast alle Männer abstempeln, die halt irgendwie nett zu Frauen sind. Und das stimmt ja nicht. Man soll nett zu Frauen sein. Oder zumindest, weißt du, was ich meine? Letztendlich muss man ist halt schwierig zu sagen, dann so jeder, der irgendwie nett ist, ist gleich ein Simp so, der will gleich was von der oder so, der will dir Geld spenden. Bullshit, man ist einfach nur ein netter Mensch und fertig aus gar. Wir gucken mal rein in das saftige Gnu. Wir schauen rein in das Video von saftigen Gnu. Ich komm nicht rennen. Schön, dass du auf dieses Video geklickt hast. Heute mal kein Gaming, heute mal ein bisschen anderes Thema. Das Thema lautet sexuelle Belästigung in der Gaming-Szene. Ich würde mich freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, anzuhören, was ich heute zu sagen habe. Gerne doch. Und zu diesem Thema durfte ich Interviews geben und ich fand es sehr cool, dass ich dazu etwas sagen durfte, da ich eben zu diesem Thema auch schon meine Erfahrungen gemacht habe. Als ich mir dann die Interviews angeschaut habe, als sie veröffentlicht worden sind, selber nochmal durchgelesen habe und geteilt habe, habe ich schon von einigen Leuten die Nachrichten bekommen, schau bloß nicht in die Kommentare. Da sind mir tatsächlich die Augen rausgefallen, denn ich weiß, Facebook ist toxisch, aber alles hat seine Grenzen und hier muss ich einfach auf ein paar Dinge eingehen. Und an dieser Stelle möchte ich noch einmal sagen, ich möchte, dass keiner von euch dort rüber geht und die Personen beleidigt. Wenn ihr diesen Leuten etwas zu sagen habt, dann macht es anständig mit einer anständigen Diskussion. Und finde ich stark, dass sie das sagt, weil ich glaube oftmals YouTuber sagt so, boah, guck mal, die beleidigen mich, gehen viele rüber und hauen die einfach so, die so, boah, wie könnt ihr nur ihr blöden Wichser? Da kriegst du ja auch keine... Aber viele, kein Umdenken hin. Das scheint mir sehr erwachsen zu sein. Aber viele YouTuber und Streamer sind halt irgendwie noch so auch Kind im Kopf und denken und gar sind nicht drei gefühlt. Und sind auch selber auch oft Kind. Oft viele sind ja nur 19 oder 21 und so. Und man braucht auch die Erfahrung. So, wie ist denn das, wenn ich was sage? Was löse ich da aus als Influencer oder so? Das muss doch mal erleben, um dazuzulernen, zu sagen, ich muss das erwähnen. Bei manchen ist es nicht klar. Bitte keine Beleidigung oder sonst irgendwas. Zuallererst ist mir aufgefallen, dass sehr viele Leute ein Problem mit meinem Namen haben. Saftiges Gnu. Aber viele haben sich gedacht... Josh, ich finde den Namen richtig cool, gell? Wieso? Ich finde ihn saulustig. Ich find das sehr einprägsam, wenn man dann hört, dass man voll so, bitte was? Ja. Ich kannte sie, den Namen kannte ich schon super lange, aber ich habe kein Bild und hatte nie einen Stream gesehen, weil wenn du den Namen einmal hörst, bist du so, was? Egal. Und dann hast du einfach abgespeichert und das ist in der Birne drin, so. Tja, wer so einen Namen hat, der braucht sich nicht wundern, dass er sexuell belästigt wird. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr erstaunt, beziehungsweise auch ein bisschen geschockt, wie viel Sexismus alleine in so einem Satz eigentlich steckt. Beispiele wie, ich sage nur saftiges Gnu. Dachte ich mir auch, im ersten Moment, aber die Frau hat mehr an als die meisten Mädels. So kann man sich täuschen. Also, war das ja sogar eine Frau hier, ne? Ja, man hat ja auch unterstützt ihr. Man hört saftiges Gnu und dann... Also ich die erste Assoziation, die man hat, ist so, oh, der pervers du hier. So irgendwie so kann man saftig als Synonym hernehmen für nice Schnitte oder irgendwie so? Oder? Nee, ist wie wenn du, wenn du mit einem Mädel rummachst und ihr zieht euch so aus und... Ich glaube, das muss man rausschneiden. Okay. Leute, wenn ihr keine Ahnung habt, warum sie saftiges Gnu heißt, dann haltet doch einfach mal die Fresse. Simp. Warum der Name saftiges Gnu ist... Warum heißt sie denn saftiges Gnu? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, sie erklärt es, aber ich weiß, hat sie den Namen einfach ganz früh ausgedacht schon. Okay. Ist jetzt auch irgendwie nicht hilfreich, oder? Vor allem bei den Namen kannst du dich ja gleich feuchtes Küken nennen. Feuchtes Küken. Oh Gott. Aber das wäre, glaube ich, noch mal ein bisschen... Guck, was das immer für Leute sind hier so. Ja, voll eigentlich Vorurteil, so nur weil man so ein Profilbild hat oder so. Aber irgendwie ist es oft schon... Vor allem bei Facebook frage ich mich. Das ist ja kein Vorurteil nicht so. Du siehst ja nie jemand anderen mit irgendeinem anderen Profilbild. Ich frage mich halt, was bei Facebook los ist. Weil wenn irgendwo man Scheiße findet, auf dann auf Facebook so, ist es irgendwie so der...
Da fühlen die sich wohl und versammeln sich da. Ich verstehe es immer nicht ganz. Das ist schön an Herr Hannes fürs Verschenken vom Abo. Die nennt sich nicht ernsthaft saftiges Gnu. Doch, hab auch schon ihre talentfreien Videos gesehen. Sitzen meistens nur spitze, fette Kerle hinter. Ich finde auch sowas immer voll gemein, wenn man das so sagt, so das ist so. Hast du die Zuschauer gesehen? So, woher willst du das wissen, dass da fette Kerle dahinter hocken in deinem Stream? So. Das ist immer auch, wenn ich so Nachrichten bekomme, so, Cio, du machst ja auch nur Videos für deine Kinder-Community, sind alle unter 12 und du mit deinen ADHS-Videos. Hast du die Statistiken gesehen? Und ich bin so, woher willst du das wissen? So, ich kann das YouTube-Herz zeigen, sagt man, YouTube ist gefaked, so. Aber ich, alle möglichen Altersgruppen letztendlich. Aber ich finde immer so, das ist so richtig wack, wenn man einfach so tut, so, ich habe die Ahnung, ich weiß ganz genau, wie die Community von der Person ist, ich kenne die alle persönlich mit Nachnamen. Ja, aber mal ohne Scheiß, bei dem Namen ist Sexismus doch vorprogrammiert. Denselben Gedanken hatte ich auch, wer nennt sich so? Frei nach dem Motto, da kann ja jeder Gamer-Löwe mal reinbeißen. Diese Idee mit dem so, da ist Sexismus vorprogrammiert oder Frauen müssen sich nicht wundern, wenn sie belästigt werden, solange sie sich freizügig anziehen und bla bla bla. Ich finde immer so, egal was Leute auf der Straße machen, egal wie du das vielleicht empfindest, wie du das aufnimmst für dich oder so, das ist keine Entschuldigung dafür, selber unhöflich zu werden. Was machst du? Es wird Zeit für ein CO-Diagramm. Leute, passt auf. Aktion, Reaktion. Falsche Reaktion. Falsch mit vorne. Oh, sorry. Zum Beispiel, ich bin jetzt ein YouTuber. Also klar, wenn ich ein YouTuber bin, ich bin, mach dauernd so, ach, ich bin so dumm. Und Mann, ich bin ja so ein Idiot. Schaut mal, wie dumm ich bin. Ich bin so dumm. Also ich strahle aus, ich bin dumm. Das ist meine Aktion. Natürlich ist dann die Reaktion von Leuten, die mich sehen, ja, irgendwie schon tollpatschig, irgendwie schon dumm, hast recht. Und das ist ja auch okay so, weil ich hab das gemacht und ich werde dann so auch wahrgenommen, klar. Was aber nicht okay wäre, ist zu sagen, boah, du bist mega behindert, du gehörst ja in die Anstalt, du musst weggesperrt werden. Das ist der Punkt mit dem, so nur weil jemand sich so benimmt, genau, eben so. Ist es keine Entschuldigung, unhöflich zu werden. So, nur weil eine Frau hübsche Bilder macht oder sag mal sogar sexy Bilder macht, dann kannst du schreiben, hey, ich finde das Bild hübsch. Oder auf dem Bild, das sieht ziemlich sexy aus, ja. Aber nicht gleich Dickpics, super anzügliche Nachrichten schreiben. Weil es sind einfach keine Manieren. Und möchte man denn so ein Mensch sein? Möchte man sagen, okay, wenn ich abends ins Bett gehe und mal wirklich drüber nachdenke, was habe ich heute eigentlich den ganzen Tag gemacht, dann muss ich alle meine Handlungen als unhöflich, flegelhaft, alles Mögliche halt einfach nicht so nicht im humanistischen Sinne positiv definieren. Also ich glaube halt, dass diese Menschen denken, aha, wenn eine Frau sich so gibt, dann will sie ja von mir das jetzt hören. Aber genau dem ist nicht so. Das ist überhaupt nicht so. Eine Frau zieht sich gerne hübsch an, genauso wie ich mich auch gern mal nicht wie ein Idiot anziehe oder wie ich mich morgens mal, keine Ahnung, nicht mich dusche vom Stream oder so. Ich will halt nicht hässlich sein, so wie jeder andere Mensch auch. Also es hat nichts zu tun, so wow, die hat einen Ausschnitt, dann will die bestimmt einen Kommentar zu ihren Brüsten bekommen. Nein. Also ich finde es auch gar nicht so schwer letztendlich. Ich glaube, ich kläre gerade niemanden auf, ihr wisst eh alles Bescheid, oder? Aber ich hoffe, vielleicht hat irgendjemand kann mit der Methode auch andere Menschen aufklären, die sagen so, hey, die hat es doch so gewollt. Nein, hat sie es nicht. Beißen. Ja, zu dieser Diskussion, die drei hier geführt haben, kann ich nur sagen, dass ich an den Namen saftiges Gnu überhaupt nichts Sexuelles sehe. Ich habe mir den Namen damals als Sechsjährige gegeben, weil ich den Namen einfach witzig fand. Das saftig implementiert für mich das Gnu und nicht mich selbst. Und ich finde es hier auch fehl am Platz zu behaupten oder beziehungsweise zu denken, dass das saftig irgendetwas mit mir zu tun hat, weil ich selber von mir sage, Sie findet ein Gnu saftig? Also wird sie mal ein Gnu essen, oder wie? Ein Gnu frisst saftiges Gras. Aber als Sechsjährige, ganz ehrlich. Ja, du hast keine Logik, ja. Ich bin sexy, ich bin saftig. Jeder, der daran etwas Sexuelles sieht, der sollte sich einfach selber anschauen. Ich bin saftig. Okay, aber mal zu ein paar anderen Themen, die mich viel mehr beschäftigen. Wenn man sich in eine Männerbranche begibt, muss man damit wohl klarkommen. Weil Gaming eine Männerbranche ist. Ach so. Ich bin halt so, ja, das stimmt schon, die meisten Programmierer sind männlich. Ein Großteil der Gamer sind auch männlich, also Aber ich glaube, dass mittlerweile auch super viele Mädels zocken. Das ist schon lange nichts mehr rein Männerdomäne. Aber selbst wenn, das ist auch wieder kein Grund, unhöflich. Ja, auch das so. In der Männerbranche muss man klarkommen, dass du dann sexuell belästigt wirst. Niemand muss mit Unhöflichkeit klarkommen. Wenn du abends ins Bett gehst, so dich
dich spreche ich jetzt an. Wenn du heute Abend ins Bett gehst und von dir sagen kannst, so heute habe ich jeden Menschen mit Respekt behandelt, ich war nicht unhöflich, ich habe aber trotzdem meine Meinung natürlich auch vertreten, aber halt auf respektvolle Art und Weise, dann hast du es gut gemacht. So, dann ist es, dann kommen wir vorwärts auch als Gesellschaft. So. Kandidaten wie Marco B. sind nämlich auch der Grund, weswegen ich oftmals das Problem hatte, selber schuld, wenn du dich in eine Männerbranche begibst, damit musst du klarkommen. Der Grund, warum ich oftmals Jobs eben dann verlassen musste, beziehungsweise einfach gegen diese Aussage der Männer nicht angekommen bin. Und das finde ich schon eine Aussage, die finde ich schon sehr grenzwertig und heftig zu sagen. Oh, selber. Pause. Tatsächlich habe ich das irgendwann mal probiert. Einfach, da hat jemand irgendwas gesagt, was ich als unhöflich empfunden habe, und ich habe den direkt darauf angesprochen. Da, wir waren halt campen und wegen den Corona-Bestimmungen konntest du dann immer nur zu zweit halt in diese Abspülküche rein, die der Campingplatz zur Verfügung gestellt hat. Mhm. Wir waren halt da, haben unseren Shit geputzt und haben wohl dem Typen, der gewartet hat, ein bisschen zu lang gebraucht. Und dann sind wir rausgegangen und dann hat der sich noch umgedreht zu jemandem, der dahinter stand, aber so laut hat das gesagt, dass wir das auch hören konnten, hat dann eben gesagt so, ja, die Jungs, die wären auch fast eingeschlafen, ne, und fand sich wohl lustig dabei. Dann habe ich mich einfach zu dem hingedreht und habe gesagt, warum sind Sie unhöflich? Wenn Sie ein Problem haben, dann sagen Sie es uns doch einfach. Der war so still, der hat nichts mehr gesagt, weil einfach die Unhöflichkeit, mit der manche Leute auf dich zugehen oder halt irgendwie so das machen, einfach konfrontieren. Wenn du so bist, wie du bist, selber schuld, wenn du in eine Männerbranche gehst, das ist kein Grund und es rechtfertigt nicht, dass man in irgendeiner kleinsten Weise sexuell belästigt werden darf. Und vor allem ist noch ein weiterer Punkt, den er hinzugefügt hat. In dem Fall trifft sie auch Eigenschuld. Tut mir leid. Da wäre ich mal wirklich gespannt, was für eine Eigenschuld ich als Frau habe, dass ich sexuell belästigt worden bin. Ich weiß, viele der Kandidaten in den Kommentaren haben vielleicht nach mir gegoogelt oder mal oberflächlich auf den Kanal geschaut und haben vielleicht Formate wie Du Gnu gefunden. Und in diesen Formaten parodiere ich eben auch viel und haben aufgrund des ersten Eindrucks eben direkt geurteilt und meinten, die trägt dann Ausschnitt. Deswegen muss sie sich ja gar nicht wundern. Leute, die mich kennen, wissen, dass ich in meinen Streams generell wie hier da sitze. Ich trage keinen Ausschnitt, aber selbst ein Ausschnitt und selbst wenn ich den auch privat tragen würde oder in jedem meiner Videos rechtfertigt nicht, dass eine Frau sexuell belästigt werden darf. Wie aber auch, also so, dass man immer sagt, so, du bist Streamerin, du musst den Ausschnitt wegmachen, weil sonst bist du ja so ein Camgirl oder so. Da bin ich immer so, das ist doch scheißegal, ob mit oder ohne. Leute, werdet erwachsen, Frauen haben halt Brüste. Das sind aber auch alles immer so, wenn über sowas geredet wird, dann werden meistens die Symptome behandelt, aber nicht die Krankheit an sich. Und die Krankheit an sich ist einfach, dass Leute der Meinung sind, die Frau hat einen Ausschnitt, zu der kann ich respektlos sein. Ja, und das ist halt Bullshit. Ist halt nicht so. Oder eben, letztens gab es auch bei Game One einen Stream, die hatten eine Moderatorin mit sehr großen Brüsten und dann waren die automatisch der Meinung, dass sie die absichtlich reingetan haben, weil sie große Brüste hat, als Klickfänger. Und ich bin so, ich finde das sexistisch, also, dass man eben denkt so, die große Brüste, das muss nur für die Klicks gemacht sein, weil aus einem anderen Grund kann ja gar keine Frau da reingesetzt werden. Und da sind wir auch wieder bei einem Punkt, den ich generell gerne anspreche. Ich finde, jede Frau darf sich kleiden, wie sie möchte. Und ich finde, egal wie eine Frau sich kleidet, und ich sehe hier sehr oft in den Kommentaren, die hat sich halbnackt auf einem Thumbnail gezeigt und zeigen mir dann ein Thumbnail, wo ich einen Ausschnitt anhatte, weil wir eben eine dieser Gamer Girls parodiert haben. Und selbst wenn ich diesen Ausschnitt tragen würde, was ist denn daran verwerflich? Wieso darf ich dann nicht über das Thema sexuelle Belästigung sprechen? Das ist so, als würde man einmal ein Bild im Bikini hochladen, dann darf man nie wieder drüber reden. So, du hast dich selbst sexualisiert, das bist du fällig. So. Da gibt es ja auch immer diesen Punkt, den man dann machen könnte, dass man sagt, so derselbe Satz, also Männer dürfen sich anziehen, wie sie wollen, würde ja so erstmal nicht gesagt werden. Oder zumindest hört man das definitiv nicht so oft wie den Satz andersrum. Ja. Und da frage ich mich halt immer so, können wir solche Sätze nicht einfach grundsätzlich so weglassen, weil sie nichts zur Sache. Geht noch nicht, weil das geht bei den Menschen nicht in den Schädel ran. Die sind so, wenn eine Katja sich so zeigt, aber dann habe ich das nichts Recht. Zur Sache. Warum denken Leute, tja, die hat einen Ausschnitt an, das bedeutet, sie wird angemacht, sie möchte das. Nein. Und dann kam Onlyfans. Selbst wenn jemand Onlyfans hat, darf man immer noch nicht belästigen. Da schön, verschenken von 3 Abos. By the way, viele Zuschauer auf YouTube, nicht wundern, da oben ist alles kaputt. Alles kaputt. Furchtbar. Das ist eine falsche Denkweise und ich möchte, dass diese Denkweise bitte verschwindet. Ich glaube, einige von euch haben ja auch den Beitrag von Joko und Klaas damals gesehen. Die haben sich ja sehr viel mit diesem Thema auseinandergesetzt und da gab es ja auch verschiedene Räume und ein Raum hat thematisiert, wenn Frauen auf der offenen Straße sexuell belästigt worden sind. Und diese Frauen wurden tatsächlich auch von der Polizei gefragt, was hatten sie dann an dem Tag an? Und ich finde, diese Frage sollte überhaupt nicht gestellt werden, denn es ist egal, was die Frau getragen hat. Es rechtfertigt nicht, dass eine Frau belästigt wird. Und das lese ich leider hier auch sehr oft in den Kommentaren.
Die Wahrheit ist doch, dass Frauen nutzen im Internet ganz bewusst den Sexismus, um erfolgreich zu werden. Sie setzen sich extra freizügig vor ihrem Bildschirm, gehen teilweise positiv auf konkrete sexistische Kommentare ein, einfach weil sie die Kohle leichter reinkommt. Aha. Wenn du jetzt so eine Belle Delphine anschaust, ich denke schon, dass da auch... Ja, die macht natürlich schon durch ihre Reize, will sie Geld verdienen. Aber ich bin halt so, wenn Menschen Lust haben, für ihre Reize Geld auszugeben, dann ist es doch ein fairer Tausch von Waren. Das ist halt schon wieder so Frauen. So Frauen. Alle Frauen. Nein. Nein. Nicht alle Männer, nicht alle Frauen, nicht alles, was dazwischen liegt, ist doch scheißegal. Darum geht's nicht. Ich finde es auch so schrecklich, das sage ich auch oft, ich habe keinen Bock mehr zu diskutieren, weil es einfach so nervig ist. Wie willst du solchen Menschen den Schädel waschen? So? Die haben dann für ihre Meinung, sagen so, mir ist das egal, was du sagst. Und dann bist du halt so, ja, okay, dann halt nicht. So irgendwie da. Ich finde, das Belle Delphine ist ein absolutes Negativbeispiel. Ich finde das nicht unbedingt als Negativbeispiel. Da ist ihr gutes Recht, sie kann das machen. Und wenn Menschen Geld ausgeben wollen, ist es eine ganz normale Transaktion. Also ich auf jeden Weise so, hier hast du Bilder, gib mir Geld, okay. Ja. Tja, die hat einen Ausschnitt angehabt, selber schuld. Aber diese Meinung vertreten tatsächlich nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Es ist ja so zum Kotzen, immer diese gespielte Machtlosigkeit. Es ist leicht, die Schuld auf die Außenwelt abzuwälzen, statt einfach mal zu schauen, welche Signale man nach außen sendet. Zu wenig Selbstreflexion sollte jeder Mensch imstande sein. Sag, das denke ich mir eine Tabelle vorn, weil ich eben sage so, Aktion, Reaktion, hat sie vollkommen recht, aber Aktion ist hübsche Frau, Reaktion ist hübsche Frau und nicht, hey, hast du Bock, lass mal und so und hey, warum antwortest du nicht, du Blöde? Tatsächlich täte aber also vielen Menschen ein bisschen mehr Selbstreflexion schon gut, weil es gibt schon, also das würde ich jetzt gar nicht auf das Sexismus-Thema beziehen, sondern generell darauf, wie Leute sich im Internet geben, es gibt schon oft welche, die sich dann schnell als Opfer hinstellen, obwohl es nicht wirklich so ist. Und man sich dann immer denkt, also du machst dich eigentlich nicht wirklich sympathischer für irgendwen auf der Welt, wenn du dich selber als Opfer hinstellst. So, oh Gott, ich bin ja so arm und schwach. Und ja klar, das schon. Aber ich glaube halt, in dem Fall ist das anders. Ja. Aber ja klar, natürlich, wenn man sagt so, ich bin immer das Opfer, ja, vielleicht danach. Wenn das jemand im Zusammenhang mit dieser Feminismusdebatte macht, dann tut der Debatte definitiv keinen Gefallen damit. So. Ja, meine liebe Annika, so viel zum Thema Selbstreflexion. Statt einfach mal zu schauen, welche Signale man nach außen sendet. Und Signale, die man an die aus... Selbe Person auf Facebook. Geil! Oh, ich muss schon in dem Moment, wo diese Melodie kam. Jetzt geht's gleich los. Oh, das ist aber echt ein hartes Bild. Leck mich am Arsch. Auch an dich, liebe Annika. Als ich damals sexuell belästigt worden bin auf der Arbeit, hatte ich keinen Ausschnitt an, ich war normal gekleidet, ich war nicht so sexy angezogen. Selbst wenn. Ich hatte ein T-Shirt an wie hier und eine normale Jeans und trotzdem ist das Ganze passiert. Und mit Aussagen wie, dann hör auf, dich vor der Kamera zu verkaufen, Schminke runter und fertig. Die ekelhafte Scheiße, die ja abgezogen wird, nervt nur noch und entwürdigt das ganze Thema. Frauen haben Respekt und Anstand verdient. Aber dann aus jeder Anmache Sexismus zu kreieren, ist einfach nur erbärmlich. Menschen, die sich vor eine Kamera stellen, kalkulieren das mit ein, sonst können sie ins Radio gehen. Also was ich verstehe, ist so ein bisschen so, aus jeder Anmache Sexismus zu kreieren, ja, da fühle ich mich als Mann so... Der Grundgedanke schon wieder so... Ja. Da fühle ich mich als Mann so ein bisschen angesprochen, ich sage so, ich traue mich nicht, Frauen anzumachen auf der Straße, weil ich immer sage, das ist doch Belästigung, weil ich belästige doch jemanden in dem Fall gerade, weil da ist jemand, der will gerade zu einem wichtigen Termin und sage ich, hey Schöne, das ist doch zum Kotzen halt, also deswegen mache ich das nicht, aber so an auch. Sich... es. Manche finden es ja schön, so, juhu, ich würde heute, hat mir jemand mal ein Kompliment gemacht auf der Straße, so. Aber das weißt du halt vorher nicht. Ebenso, du kannst nicht Gedanken lesen. Deswegen ist eigentlich schade, dass wenn einer mutig ist und es probiert, und leider war es in dem Fall Belästigung, ist halt so, konnte er ja nicht wissen. Ich fand wichtig ist halt immer so, dass halt die meisten, die sich dann über Sexismus so beschweren, ist ja wirklich, wenn dann wirklich einer zu weit geht, also festhält oder wirklich sich ein Nein nicht gefallen lässt und sagt, nee, ich mach weiter, solange bis ich ein Ja bekomme und so. Sowas in der Richtung halt. Und die Aussage hier zu treffen, dass Frauen, die eben attraktiv sind und sich vor die Kamera setzen, das nur machen, um irgendwelche Dinge auszunutzen und lieber ins Radio gehen sollen, ist schon eine sehr harte Aussage. Um diese Ab wann wird Ansehen zur Belästigung? Ganz schwieriges Thema, ganz schwieriges Thema. Schaut euch dazu das von Jean-Paul Sartre etablierte Konzept zur Entstehung von Machtstrukturen durch Blicke zwischen Menschen an. Das ist sehr spannend.
Weiter geht's. Aussagen treffen die Leute nicht anonym, mit Namen und mit Bild. Und auch hier nochmal ein interessanter Punkt aus der Schweiz, denn in der Schweiz ist es so, dass in dem Arbeitszeugnis auch drin steht, dass das Verhalten von einem online in sozialen Medien auch gewertet wird. Und da gab es tatsächlich schon Fälle, dass einzelne Leute, die im Internet beleidigt haben, das den Arbeitgeber gemeldet haben und die Leute ihren Job verloren haben. Denkt da mal drüber nach. Auch noch ein Kandidat, der wirklich sehr mutig ist, so einen Kommentar in der Öffentlichkeit zu verfassen, mit Bild und mit seinem Namen, sich anziehen wie die größten und am Ende sind wieder alle anderen die Bösen. Nichts Neues. So schaut der aus. Ich habe damals bei Shane David gehabt unter dem Video, gell? Wer sich so anzieht und dann wundert, dass man vergewaltigt wird. Und ich bin so, boah, Alter, wie kann man sowas nur schreiben? Nee. Das ist gigantisch. Wir haben manche so ein kleines Ego und sind irgendwie so, boah, da ist eine mutige Frau, kann man wegmachen und so. Sie kann auch, was da abgeht, so irgendwie. Sich so anziehen und dann wundern, dass es kalt wird. Das ist lustig. Ja, ich liebe die Community. Und muss auch hier sagen, wenn eine Frau einen Ausschnitt hat, ist sie keine und es gibt auch hier keinen Grund, sich sexuell zu belästigen. Also leben wir in einem Land, in dem es keine Gesetze gibt, wie Frauen sich zu kleiden haben. Lieber Basti, ich denke, sie sollte aufhören zu weinen. Wer sich als verkauft, wird als behandelt. Ganz einfache Sache. Erstens hat es sie nicht gemacht und zweitens, was soll das? Würde mich sehr interessieren, was dein Arbeitgeber, wenn du einen hast, dazu sagt oder deine Mutter. Auch der Kommentar zeigt einfach wieder, dass viele einfach davon ausgehen, dass Frauen selber schuld sind, wenn sie belästigt werden. Hallo, ich bin dank meinen Brüsten und knappen Outfits auf Twitch erfolgreich geworden und beschwere mich nun über Sexismus in der Branche. Das Traurige ist halt, dass gerade sie das gar nicht tut. Die hat nie einen Ausschnitt. Macht sie nicht. So, die ist konsequent dagegen, wo ich sage, eigentlich dürfte es, warum macht es überhaupt so, aber an sich ist es halt so gemein, das zu schreiben, wenn man einfach null Ahnung hat, nur weil man dieses Bild gefunden hat und ich kenne das sogar, das ist nicht mal von ihrem Kanal, das ist doch vom Revi. Dann das 10 Arten von Gaming-Video von Revi. Alter, wen ich auskenne hier. Bei dem wir eben uns über diese Kategorie besonders lustig machen und es eine Parodie ist und ich auf diesem Bild lediglich einen Ausschnitt trage. Auch einmal wieder ein Paradebeispiel für jemanden, der sich überhaupt nicht mit meinem Content auseinandergesetzt habe, denn in Twitch-Streams sitze ich immer so da. Oh, die Musik habe ich auch. Also man sieht deine ganzen Beispielen, da ist nie was. So, aber selbst wenn, wie gesagt, immer, ich will dazu sagen, immer noch, selbst wenn... Aber dankeschön, Robert Grafe, dass du dich so toll mit mir auseinandergesetzt hast. Dankeschön. Redet doch mal lieber mit richtigen Streamern statt diesen Möchtegern-Streamern, die sich selber sexualisieren, um sich später weiter darüber zu beschweren. Wer in der Öffentlichkeit steht, der muss mit sowas klarkommen. Wenn ich solch Unmengen Kohle durch irgendwelche Sims bekommen würde, dann wäre mir das alles so egal. Unsere Generation meckert aber sowieso schon den ganzen Tag über Schwachsinn. Ich kann ja auch wieder nur für mich sprechen und kann sagen, ich bin immer sehr bemüht, ehrlichen Content zu kreieren. Ich sage sehr viele Werbedeals ab. Ich glaube, ich habe mit vielen Leuten aus meiner Community bereits kommuniziert, dass ich vergeben bin seit langem glücklich und nicht darauf abgezielt bin, irgendwelche Sims, und ich finde auch hier dieses Wort Sims sehr, sehr anstrengend, zu sammeln, die mir ständig Subs schenken. Ja, und was ist eigentlich... Leute, seid ihr meine Sims? Schenkt ihr mir Subs? Geht ihr auf mich? Wollt ihr eine Beziehung mit mir? Schreibt ja. Sofort. Mein Fazit zu dem ganzen Thema, beziehungsweise warum Schreibt war ja. es mir so wichtig, euch das zu zeigen? Wie nö? Was soll denn hier nö? Was? Alles wie, nein? Was ist denn nö? Leute, ja, ja, ja. Was? Nö? Nö? Was? Ja, nimm mein Geld. CEO ist der hotteste. Aber hallo. Oh Gott, oh Gott. Ah ja, vorhin habe ich gelesen, wurde Carina auch schon mal so, sag jetzt mal, hat die auch schon so Belästigungen erleiden müssen? Leider ja. Zum Glück ganz wenig. Ja? Ja, doch, ja, ja. Ich weiß es gar nicht. Also... auch schon Dickpick und so, also es ist wirklich zum Kotzen einfach nur, also da bin ich auch so... So die Mechanik hinter Dickpick habe ich nie begriffen. Ich auch nicht, das... Voll, wie kommen auf die Idee überhaupt so? So, bist du dabei und dann wird so, Moment mal. Ich glaube, ich sollte jetzt meinen Schwanz fotografieren. Und dann schicke ich das jeden, allen Mädels, die ich nice finde, vielleicht gefällt es denen ja. Mir war es besonders wichtig, euch damit zu konfrontieren, da ich hier sehe, dass viele Leute sehr geladen sind. Leider haben viele auch einen ganz falschen Eindruck von Gamerinnen oder von Streamerinnen. Und genauso wenig wie ich Männer beim Thema sexuelle Belästigung alle in eine Schublade stecke, würde ich mir das eben auch für uns Streamerinnen und YouTuberinnen wünschen. Und ich finde es immer irgendwie schade, wenn man ein Interview zu etwas abgibt oder zu etwas öffentlich Stellungnahme nimmt und dann einfach in den Kommentaren so komplett fertig gemacht wird. Finde ich sehr, sehr unschön. Vor allem, weil ich eigentlich immer jemand bin, der sich sehr viel Mühe gibt, in gewissen Dingen auch etwas abzugrenzen und ich... Der Moment, wenn Yoshi es versehentlich an seine Mom weiter... Ich glaube, wir sprechen alle für uns, wenn wir sagen, es gibt natürlich Streamerinnen, die uns nerven, es gibt aber genauso Streamer, die uns nerven, und deswegen stecke ich auch nicht alle in eine Schublade. Wenn ich mit diesem Video auch nur eine Person in diesen Kommentaren dazu bringen konnte, vielleicht mal ein bisschen umzudenken... Ich glaube echt nicht. Ich glaube da nicht dran. Ich bin da voll so...
die sind so, wie sie sind, kriegst du nicht mehr raus aus der Bubble irgendwie. Vielleicht kommen sie selber irgendwann rausgekrochen, weil sie selber drüber nachgedacht haben. Wenn man in jedem Satz 3 grammatikalische Fehler macht, ich ja schon raus. Also für mich persönlich dieses Video einfach schon gelohnt. Schreibt mir auf jeden Fall gerne eure Meinung in die Kommentare und was ihr vielleicht eben auch für Erfahrungen gemacht habt oder für Vorurteile. Es gab jetzt noch viel mehr Kommentare, über die wir hätten sprechen können. Ich habe jetzt aber mal die für mich am relevantesten Kommentare herausgesucht, um diese mit euch zu diskutieren. Am Ende bleibt mir noch zu sagen, bitte niemanden beleidigen, niemanden belästigen. Führt anständige Diskussionen, wenn ihr etwas zu sagen habt. Und bleibt anständig. Denn wir sind besser als die. Ho, ho, ho. Das war schwierig. Bye, bye. Stellst dich gerade über jemanden. Das machen, bist du ein Diktator? Das machen Diktatoren, Mann. Nee, aber schaut gerne vorbei. Ich fand es ein sehr, sehr... Sehr sympathischer Mensch, muss ich sagen. Ja. Fand ich super. Ja. Es kommt mir auch mega erwachsen rüber. Irgendwie so, wie alt ist hier? Ich weiß es gar nicht, aber das ist ja auch scheißegal. Aber ich finde es auch schön. Ist einfach so, ja, verstehe ich sehr wohl, dass dir da auf Twitch erfolgreich ist, weil ich glaube, dir zuzuhören, so über den Tag, macht echt Spaß.